Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo bezüglich dem Projekt Ich bewerte eure Parks. Und zwar wollte ich gerade eine weitere Folge aufnehmen, weil ich ja so weit hinterherhänge und mich deswegen momentan bei dem Projekt echt reinhängen will, viele Folgen veröffentlichen will. Ja, ich habe in mein E-Mail-Postfach geschaut und ich hänge halt ungefähr anderthalb Monate, was die Parks angeht, hinterher. Und ihr habt so viele Parks eingesendet, also vielen, vielen Dank, ist mega geil. Ja, Problem ist nur, mittlerweile haben viele von euch ihre Parks nochmal überarbeitet, gerade auch wo jetzt Update 1.10 rausgekommen ist. Und wenn ich jetzt von unten nach oben das Ganze durcharbeite, dann würde ich zum Beispiel eine alte Version von einem Park bewerten. Das ist ja auch irgendwie doof, wenn ihr das Ganze nochmal überarbeitet habt und sowas. Und ja, deswegen werde ich wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich einfach nochmal einen kleinen Reset machen werde. Das heißt so viel wie, ich werde alle Parks, die ihr mir eingesendet habt, erstmal sozusagen in den Papierkorb verschieben. Klingt jetzt böse, ist es aber eigentlich gar nicht. Es geht mir einfach darum, dass ich auf jeden Fall die aktuelleren Versionen von euch habe, dass ihr nochmal die Chance habt, neue Parks zu bauen, eure Parks zu überarbeiten und sowas. Es gibt jetzt neue Möglichkeiten. Der Sandbox-Modus wurde auf alle Inseln erweitert. Man kann viel schöner jetzt bauen mit den ohne die Grasränder und sowas. Also ja, ihr dürft gerne nochmal eure Parks überarbeiten. Falls ihr einen coolen Park bereits eingeschickt habt und den dürft ihr natürlich auch nochmal wieder einschicken. Allerdings habt ihr halt jetzt die Chance, wenn ihr schnell seid, dass euer Park schneller drankommt, weil sonst würde es einfach mega lange dauern. Und ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Ich hoffe, ihr seid da nicht böse. Wenn jetzt jemand ist, der kurz vor dran war, das tut mir natürlich leid, aber ja, das bleibt leider nicht aus. Wie gesagt, also ab diesem Video könnt ihr wieder Parks einschicken, aber nur noch per E-Mail, weil ich komme auch durcheinander, wenn ihr mir die Teils per Discord schickt, dann kriege ich da eine falsche Reihenfolge rein, weil ich will das natürlich auch fair machen. Wer früher einschickt, den bewerte ich auch früher und sowas. Und ja, das ist halt mir sehr, sehr wichtig. Deswegen das Ganze nur noch per E-Mail. Also bitte per E-Mail einschicken. Falls ihr keine E-Mail habt, E-Mails kann man sich kostenlos online erstellen. Müsst ihr einfach mal bei YouTube eingeben, da gibt es Tutorials. Oder halt, ihr fragt eure Eltern, die haben sicherlich E-Mails. Ja, also, falls ihr einen Park habt, einen neuen Park, einen alten Park, schickt ihn gerne nochmal ein. Ihr könnt auch die Nachricht, die ihr dazu geschrieben habt, gerne copy-pasten. Also ihr müsst das nicht alles neu schreiben oder sowas. Schickt es einfach nochmal ein. Und ja, das Ganze zählt ab jetzt, also ab heute, dem 23.09. 19 Uhr. Ab da werde ich dann die Parks ja, von die Reihenfolge neu starten sozusagen. Also die Parks, die jetzt als erstes eingesendet werden, werde ich als erstes bewerten und so weiter und so fort. Und dann werde ich mal sehen, wie viele Parks mir eingesendet werden. Ich werde natürlich diesmal auch versuchen, aktueller auf diesem Projekt zu bleiben. Also öfter das Projekt zu bringen, je nachdem, wie viele Parks ich eingesendet kriege und sowas. Und ja, ich hoffe, ihr könnt die Entscheidung verstehen. Ist natürlich, ja, irgendwo doof für einige sicherlich, aber ich denke, es ist die beste Entscheidung. So mache ich, denke ich mal, alles richtig. Bin wieder auf dem aktuelleren Stand und ihr habt einfach die Möglichkeit, auch wieder schneller dran zu kommen. Finde ich auf jeden Fall cooler. Ich hoffe, ihr findet es auch cooler. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr die Entscheidung gut findet, schlecht findet und sowas. Und dann werden wir sicherlich eine Lösung finden. Ich werde es jetzt, wie gesagt, erstmal so handhaben. Schickt eure Parks gerne nochmal ein, baut neue Parks. Freue ich mich sehr drüber. In der Videobeschreibung unten steht auch, wie ihr mir das Ganze schicken könnt und sowas. Also ich freue mich auf eure Parks. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.